Was geht ab, meine Damen und Herren? Wir sind heute in Frankfurt mit einer neuen Foodtour am Start für euch. Wir haben einen professionellen Guide dabei, Rudi, der wohnt hier, der zeigt uns das Ganze. Steht da hinten ganz bescheiden, guckt in die Skyline. Unser erster Halt ist heute Urban Ranch in der Skyline Plaza. Wir probieren den Burger. Viele waren hier. Wir gehen dem Ganzen auf den Zahnfleisch. Ich würde sagen, let's go. Okay, meine Damen und Herren, außer der Fliege haben wir einen Chicago Bull mit karamellisierten Zwiebeln. Der sieht echt saftig aus. Für meinen Geschmack echt deftig, so soll er sein. Wir lassen uns das Ganze mal schmecken, beißen direkt einmal rein. Mizat, du darfst ruhig essen. Und guckst du mich so angewidert an? Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Okay, wir beißen das auf jeden Fall jetzt einmal rein. Bismillahirrahmanirrahim. Schmeckt? Boah. Wow. Warum sah das so aus, als ob Thaddeus in seinen ersten Krabbenburger reinbeißt? Wenn er fokussiert. Sehr saftig. Mmh. Ist, oh, da ist Bacon drin, das wusste ich gar nicht. Also schmeckt geisteskrank gut und ist halal, darf man nicht vergessen. Ein sehr geiler Burger. Ja, Rudi wohnt hier, deswegen hat er uns den empfohlen. Also er weiß, was er sagt. Sehr gut, also wirklich sehr gut. Nomad! Mmh. Was hast du denn da? Das ist der CBB-Burger. Leicht scharf, da sind ein paar Jalapenos. Ich mag eigentlich keine Jalapenos, aber schmeckt gut. Ich bin eine richtige Pussy, was Soße betrifft. Aber die Soße ist geil, das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist dieses Curry-Senf. Süß-Senf? Keine Ahnung. Ja, Süß-Sauer-Senf? Joppi, ja, genau. Maschine. Die Pommes sind geil. Guck mal, wir müssen rechts essen. Ramadan ist gerade zu knapp. Aber schau mal, die Gebäude kommen wie krank, Alter. Guck die Aussicht an. Größte Gebäude ist der Nase. Guck dir mal an, die Aussicht, Alter. Warum reden die immer so schlecht von Frankfurt? Das sieht doch richtig geil aus. Machen wir Shisho. Okay, Leute, wir sind fertig mit dem Burger. Ich würde sagen, Josef fängt an mit seinem Fazit zum Burger. Mach du zuerst. Okay, ich mach zuerst. Okay, ich mach. Okay, du machst. Ich fand, mein Burger war richtig chillig, Digga. Also ich muss echt sagen, der war echt lecker. Ja. Warum guckst du so tief in die Augen? Hör auf. Nicht kurz, so kurz nach Ramadan. Okay. Ja, der war auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Mir hat die Soße sehr gut gefallen, weil das war so ein bisschen würziger, war mal was anderes, war mal ein anderer Burger. Das sagt eigentlich jeder, aber Bruder, die karamellierte Soße war geil. Diese Joppi-Soße im Burger habe ich auch so noch nie gesehen. War geil. Und meiner war halt nicht so matschig. Ich konnte so reinbeißen, war entspannt, habe mich nicht dreckig gemacht. Und dafür, dass es einfach in so einem Einkaufszentrum ist, ist schon geil. Ich muss nicht lange warten, muss keine Nummer ziehen. Hat schon was. Die Pommes waren auch geil. Scheiße, ich glaube, ich habe meine Schuhe dreckig gemacht. Und du? Ja, also ich würde sagen, ist ein guter Burger, sehr guter Burger. Dafür, dass er einfach in der Mall ist, also finde ich, die hat er schon gut abgeliefert. Saftig. Der Patty war geil, also schön gesmashed. Das war Patty oder der Patty? Der oder das, weiß ich nicht. Der. Der? Okay, siehst du? Den Patty, Spaß. Der Patty war auf jeden Fall sehr geil. War auf jeden Fall sehr geil. Saftig, nicht trocken. Das Brot schön, schöne Röstaromen durch das Zwiebelchen. Also mir hat's gefallen. Ich würde sagen, ist eine gute 8 von 10. Was sagst du? Ich habe auch, ja, safe 8 von 10. Komm vorbei. Was haben wir bezahlt, Rudi, für 3 Burger und eine Pommes? 40 Euro für 3 Burger und eine Pommes und ein Getränk. Der Preis ist schon ein bisschen hart, Digga. Ja, aber du musst die Location ist halt, ne? Er zahlt dir schon krass Miete, glaube ich. 40 Euro für 3 Burger, wie viel ist das ungefähr pro Burger? So 10er. Also 11 Euro pro Burger, so, ne? Und dann plus Pommes und Getränk. Also, guter Spot, kommt vorbei, lasst euch schmecken. Wir machen weiter. Okay, Leute, zweiter Stopp für uns heute, Chicken. Hier gibt es koreanischen Barbecue, was überall gerade richtig krass viral geht. Auch der Laden vor allem. Wir checken das Ganze ab, geben den Ganzen auf den Zahnfleisch. Ich würde sagen, kommt mit und lasst uns schmatzen. Okay, Leute, wir haben jetzt hier 2 Sachen bestellt. Man kann hier auch zwischen Medium und Large entscheiden. Das ist jetzt Medium-Portion für 3 Personen, sagt man, reicht das. Costa Quanta 13 bis 15 Euro so im Schnitt. Hier haben wir ganz normal Chicken mit Lauchzwiebeln. Und hier haben wir so eine Yang-Yung, irgendwie so eine bestimmte Soße von denen mit Erdnüssen. Süß-sauer-mäßig so, würzig. Rudi hat Rettich dazu bestellt. Sehr guter Rettich. Sehr guter Rettich. Was passiert? Nichts. So. Okay. Auf jeden Fall, wir probieren das Ganze und... Guten. Ist nicht warm, ne? Also nicht heiß. Bismillah. Wow. Rauchziehen ist auch gut. Film mal. Hört gar nichts, ne? Ich wollte nur sagen, meine Haut ist ein bisschen unrein, weil ich einfach Wachs benutzt habe für meine Stirn. Merkt man gar nicht, ne? Schmeckt gut? Ja.
gut. Wie schmeckt's denn? Erzähl mal, was ist das Geile daran? Ich finde die Soße, also. Nee, ich halt schon. Okay. Die Soße ist sehr geil, finde ich. Süß-sauermäßig, aber irgendwie auch sehr stark nach Garlic, so nach Knoblauch. Und diese Erdnuss rundet das so ein bisschen ab, so ein bisschen crispy noch dazu. Also ultra geil. Also wirklich sehr geil. Ja. Kann ich nur zustimmen. Probieren wir das Crispige. Boah, schön crisp, ne? Alles crispy auf jeden Fall. Die Lauchzwiebeln on top sind auch irgendwie warm, also kurz angeschwitzt. Boah, angeschwitzt. Tschüss. Es brät sich blaue Haken, Digga, ich sag dir ehrlich. Also ist echt gut. Jetzt probieren wir einmal das mit Lauchzwiebeln. Rudi sagt, das ist mehr crispy. Ich nehme das jetzt so, zack, ein bisschen darauf. Einfach so, wie ein Baba. Sehr elegant. Perfekt fein. Also hier kommt das noch mehr durch, dieses Crispy. Aber ich finde das irgendwie geiler, weil die Soße das so ausmacht. Das hier? Ja. Keine halben Sachen bei der Mama. Hat was, ne? Also die Panade macht schon viel aus. Ja. Es ist auf jeden Fall, ja, es ist letztlich crispy so. Es ist schon ein bisschen angenehm crispy, aber die Soße. Ich meine, so stelle ich mir vor, wie Amerikaner ihre Chicken Wings essen. Dieser Fettsoße, die so richtig, weißt du, wo du einfach deinen Finger lecken willst. Finger licking good. Das fühlt sich so an, aber schmeckt echt gut. Das ist ein bisschen süß-sauer, ne? Nomad! Achso, Rudi hat darauf bestanden, dass ich Rettich probiere. Ich muss. Ich finde die gut. Das ist nichts für mich. Nein? Ich finde die gut, da ist irgendwas eingelegt. Ja, wir hauen jetzt rein und lassen uns das Ganze erstmal schmecken, ne? Okay, Leute, Fazit. Sehr geil. Also wir sind sehr zufrieden. Vor allem das ist die Nummer 2 gewesen mit, wie hieß die Soße? Würzig süß. Auf jeden Fall sehr geil gewesen, wirklich zu empfehlen. Kommt gerne vorbei, probiert das Ganze. Wir haben nochmal gefragt gehabt, wie das so gemacht wird und so. Aber wir wollten uns nicht viel dazu sagen, weil die Soße das ist, was entscheidet. Auf jeden Fall, wir machen weiter. Neuer Tag, neues Glück, Leute. Wir sind heute frühstücken und zwar bei X Pop-Up. Hier gibt es so richtig fancy Brioche-Toast mit Käse und Ei. Richtig geil. Und eine spezielle Soße. Kommt mal mit. Hier seht ihr Farm Fresh Eggs, Cheddar, Cheese and Secret Sauce on Roasted Brioche. My English is very bad. Was ist das Besondere daran? Das Besondere daran sind wir. Let's go. So, neuer Tag, neues Glück. Wir haben hier Brioche-Brot, mein Favorite, Digga. Ich glaube aber heutzutage ist jeder Burger mit Brioche. Es ist cool, mal so ein Brioche-Toast zu essen. Mit Sprinkled Eggs, I guess. Die Soße kann ich nicht identifizieren. Ich glaube, die hat ein bisschen Käse reingeklatscht an Brioche-Brot. Brioche. Ja, Mann. Soll ich schon mal reinbeißen? Will jemand vielleicht das hier halten von meiner Fresse? Komm, ich habe die Ehre. Komm, mein Leib, Bismillah. Das ist eine Mischung aus, wenn du Bock hast auf Mc's, aber Mc's ist zu teuer, nicht zu teuer. Mc's ist ungesund, genau, für morgen. Dann haust du sowas rein, das ist einfach so Premium Mc's und lecker. Abo. Okay, Friends. Also ich habe sie gefragt, wie sie auf die Idee gekommen ist, weil Mizza diese Frage gestellt hat. Die waren irgendwie mal draußen essen mit ein paar Freunden, haben das dann irgendwo gesehen. Da fanden die ultra geil. Fehlt halt irgendwie in Frankfurt, hat sie gesagt. Dementsprechend haben sie sich das irgendwie angeeignet mit Brioche-Brot. Super geil. Also wirklich, wir haben es basic genommen, um das echt wirklich knackig zu halten. Ihr seht, sehr schöne Konsistenz. Das Brot schön knusprig. Ich habe Hunger, weil die haben schon aufgegessen. Also würde ich sagen, Bismillah und rein damit. Boah, das Brot ist ja ultra geil. Ist so eine Mischung, also es schmeckt so wie diese rote Sriracha. Kennst du die Orange? Sriracha Mayo. Aber mega geil, nicht scharf, super lecker. Kombination mit dem Käse kommt echt gut. Und ich mag es, wenn das Brot so leicht bräunlich ist, dann hast du so ein Röstaroma, sagt man das so. Also mega geil, nächster Biss. Wow, hammergut. Knusprig. Ich bin direkt die ersten 3 Sekunden von deinem neuen TikTok-Video. Wir sind diese Videos. Wow. Also wirklich on point. Wie gesagt, ich kann mir es mit Lachs und so auch gut vorstellen. Aber wir wollten, wie gesagt, ist schlicht halt. Hier nochmal.
Krieg von mir eine 10 von 10. Also man kann sich das ja auch mit Toppings holen. Wir haben jetzt ohne Toppings geholt. Also du kannst dir Avocado raufklatschen, Lachs, was noch alles. Also viele Sachen. Kannst du dir so einen richtig fetten Tortilla machen. Kann aber sein, dass es dann zu viel wäre, dass der voll viel rausfällt. Weiß ich aber nicht. So schmeckt es auf jeden Fall richtig geil. Also so basic ist schon richtig nice. Ich kann mir vorstellen, so ein bisschen Lachs noch dazu. Uff. Oder? Ich glaube, so geräuchert, der Lachs würde sehr willkommen, ja. Vielleicht würde er einfach kommen. Okay, wir haben gerade erfahren, dass Cinnamon. Das alles handgemacht ist, alles Bio ist. Das müssen wir nochmal ergänzen, das ist schon ein guter Punkt. Teig wird einen Tag vorher schon gezogen. Und dann gemacht. Und alles handmade. Also wir reißen rein. So sagen wir mal, wirklich Spaß. Klar, Digga. Boah. Ich bin der Typ, der Franzbrötchen jeden Tag frisst mit Kakao und so. Geisteskrank. Boah. Ich hab voll viel Zucker in meinem Bart, Bruder. Aber ey. Guck mal. Schön fluffig. Fluffig, weich und locker leicht. Nochmal, ne? Fluffig. Scheiß auf. Fluffig, weich und locker leicht. Weißt du, womit das gut kommt? Mit einem Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee, aber mit Kakao kommt das gut. Guck mal, das du bist in Frankfurt, du holst dir so einen Cinnamon Roll und einen Kaffee, dann bist du nicht mehr in Frankfurt, dann bist du einfach in New York, Digga. Ganz einfach. Guck mal, weißt du, was cool ist? Es ist außen kross und innen richtig fluffig. Das wie so ein Croissant. Ja, ja, richtig gut. Okay Leute, nächster Stopp auf unserer Liste ist grüne Soße. Frankfurter Spezialität, wer nach Frankfurt kommt, muss das auf jeden Fall essen. Kartoffel mit Ei und grüne Soße. Mehr ist es nicht. Wir probieren das Ganze und ich würde sagen, guten Appetit, ne? Grüne Soße. Okay Leute, grüne Soße. Kartoffel oder Champignon? Das ist Kartoffel mit grüne Soße und zwei Eiern da drin. Wir probieren erstmal die Soße so, weil ich kann mir einfach gar nichts darunter vorstellen irgendwie. Woraus besteht die grüne Soße, weißt du das? Sechs verschiedene Kräuter. Boah, sechs verschiedene Kräuter. Aber das ist kalt, ich dachte das wäre warm. Die Soße besteht aus sechs verschiedenen Kräutersoßen. Soßen oder Sorten? Aus Kräutern. Also die Soße besteht aus sechs verschiedenen Kräuterarten, deswegen ist sie so grün, ne? Ja. Maybe. Ist kalt, man erwartet warm so, ne? Weiß ich jetzt nicht, Digga. Ich probiere das jetzt erstmal so mit Ei und der Hype, der kommt ja nicht von irgendwo, Bruder. Komm näher ran. Okay. Verstehe. Verstehe auch. In Kombination ist es geil. Ist so, wenn du, glaube ich, draußen bist, du willst auf schnelle Welle was essen. Dann ist das so eine Alternative. So, du willst so Streetfood essen, so deutsches Streetfood, dann holst du dir grüne Soße. Grüne Soße mit Ei und Kartoffeln. Grüne Soße, grüne Soße. Also ist aber gut. Also die Soße so normal schmeckt nicht, aber in Kombination schmeckt das. Ich finde, die Kartoffeln macht es aus. Ei bin ich nicht so der größte Fan von, weil du dann immer Blähung bekommst mit Eigeruch. Ja. Aber wonach schmeckt die Soße? Das erinnert mich an irgendwas. Bruder, das ist, glaube ich, Dill und so, Petersilie, Knoblauch, sowas. Dill heißt auf Afghanisch Herz. Sprachenlernen. Bubble. Ist gut, ist gut. Aber also die Soße erinnert mich an irgendwas. Ja, das hast du schon erwähnt gehabt. Also ist gut. Also ich mag's. Es ist, wie gesagt, es ist jetzt nicht etwas, was ich alltäglich essen würde oder könnte. Aber so für zwischendurch. Wenn ihr nach Frankfurt kommt, würde ich sagen, auf jeden Fall eine Kostprobe wert, oder? So grüne Soße. Jetzt sag jetzt nicht wieder, die Soße erinnert dich an irgendwas. Das schmeckt irgendwie ein bisschen nach Salat. Was, Bruder? Auf jeden Fall grüne Soße. Grüne Soße, grüne Soße. Wir gehen jetzt weiter zum nächsten Laden. Vielleicht schmeißen wir den hier, den Flüchtling hier am Bahnhof raus. Und danach schauen wir weiter. Heute letzter Stopp für dieses Video, Leute. Wir sind bei Rash Cook. Rash Cook verkauft, ja, wie gesagt, ich sag nicht traditionell, also Falafel ist in der arabischen Kultur sehr gut vertreten, aber hier ist es so ein bisschen anders und zwar in Brot. Ich kenn's nur aus Wraps mit frischer Aubergine und so ein Kram. Sehr speziell, würde ich sagen. Wir geben den Ganzen eine Chance und probieren das Ganze und let's go. Also Brot sehr schön weich, ja, sehr, also sehr gut gefüllt. Wirklich wie so ein Döner eigentlich, ne, oder? Und Bismillah. Ja, knallt direkt rein. Verdammt gut. Ich hätte vielleicht sagen sollen, dass ich Petersilie nicht mag, aber... die Soße kriegt ja ultra, also ist keine Standardsoße. Und was ultra gut kommt, ist die frische Minze drin. Hast du das gesehen, Gas? Ja, frische Minze mit drin. Sehr wild, wirklich sehr, sehr wild. Schmackhofer. Alles clean? Nomad! Okay. Leute, Fazit.
ein wirklich sehr guter Falafelladen. Wir haben schon gerade so ein bisschen darüber diskutiert. Ich glaube, der Unterschied hier ist, dass Falafel halt platt gemacht wird, als wenn man das zu Hause macht und das irgendwie in Cubes isst. So. Also nicht so für den Gaumen anstrengend, sondern einfach wirklich gut. Locker fluffig, Minze, zwei, drei Soßen drin, die das normale so peppen. Und ich habe auch zu Rudi gesagt, mit jedem Biss kam so ein bisschen mehr Geschmack durch. Mal die Minze, mal die Petersilie, die ich nicht mag. Dann so mal so ein bisschen, weißt du, das ist schon echt cool gewesen. Und ja, ich kann den Laden auf jeden Fall empfehlen. Kommt gerne mal vorbei und lasst es euch schmecken. Bezahlt haben wir für das Ganze 8 Euro, also so fast wie so ein Dönerpreis. In Bremen jetzt nicht, aber in Frankfurt, denke ich mal, ist das normal Standard-Dönerpreis, ja, oder? Jetzt kommen wir zu der traurigen Nachricht. Und zwar geht das Video an dieser Stelle zu Ende. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne mal andere Städte rein, wo wir mal hinreisen sollen oder hinfahren sollen für euch und ein bisschen durchprobieren sollen. Gerne auch gleich ein, zwei Läden mit reinschreiben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst gerne ein Abo da, lasst einen Daumen hoch da, kommentiert ein bisschen, ihr wisst, für den Algorithmus. Ansonsten danke fürs Einschalten und wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Peace.